Ja, läuft. So, herzlich willkommen, liebe Videofreunde. Wir wollen ja heute unser Statement zum Artikel 13 geben. Bevor wir aber damit anfangen, möchte ich gerne mich bedanken bei euch für die vielen Glückwünsche nachträglich zum Geburtstag. Das hat mich sehr gefreut, dass ihr auch so viel Verständnis gezeigt habt zu einem anderen Thema und uns so nette Kommentare geschrieben habt. Oh, wir waren ganz gerührt. Das war sehr, sehr nett von euch gewesen. Vielen herzlichen Dank. So, jetzt geht's los. Jetzt geht's los zum Thema. Ich habe mir hier so einen kleinen Leitfaden gemacht, weil, damit wir uns nicht allzu sehr verzetteln. Es ist ja ein sehr emotionales Thema im Moment und ich habe sehr viel über dieses Thema die letzte Woche oder letzten zwei Wochen auf YouTube gesehen, mich informiert und geschaut und mich betrifft es auch emotionaler, denke ich, als Michael, all dieweil ich ja den Kanal letztendlich betreibe und die Arbeit damit habe und mich das auch irgendwie dadurch mehr, emotional betrifft und ich auch ziemlich sauer auf diese ganze Sache bin. Es wäre nämlich sehr, sehr schade, wenn unser Kanal geschlossen werden würde. Denn nämlich auf unserem Kanal haben wir mittlerweile sehr viele schöne, nette Kontakte geknüpft. Und der Austausch ist für mich also sehr, sehr wichtig. Ich habe YouTube bewusst gewählt, weil ich ja von 100 auf 0 gefahren bin, was meine Kommunikationsmöglichkeiten betrifft, weil ich 35 Jahre lang als Friseur gearbeitet habe oder als Friseurin, sehr viel Kommunikation täglich hatte und dann auf einmal nicht mehr. Das ist mir sehr schwer gefallen und für mich ist das eine gute Kommunikationsmöglichkeit. Dazu macht es noch sehr viel Spaß, Videos zu drehen. Jedes Mal, wenn man ein Video bearbeitet und sich das anguckt oder dann erlebt man einfach den Urlaub nochmal mit oder die Momente, die man erlebt hat. Und ich finde es total schön. Michael sagte, letztens können wir uns ja auch zu zweit mal vom Fernseher angucken. Aber es ist doch schöner, wenn man sich mitteilen kann und wenn man Inspirationen geben kann und auch Inspirationen bekommt und Tipps bekommt. Und so wie wir zum Beispiel jetzt ein Beispiel mit einem Pärchen aus Schweden, liebe Andrea und Ellen, seid gegrüßt. Herzlichen Dank für eure netten E-Mails, die unseren Kanal zum Beispiel gesehen haben und dadurch auf das Auto gestoßen sind, auf das Wohnmobil, was wir da fahren. Ich weiß ja gar nicht, ob ich mir dann den Namen sagen darf. Ich sage ihn einfach auf unseren Chasson Flash 515. Die haben den gesehen und fanden den toll und haben sich aufgrund dessen auch eingekauft. So, und so sind wir in Verbindung gekommen und sind in Kontakt getreten und wir werden die zwei auch auf unserem Weg nach Norwegen besuchen. Das haben wir uns ganz fest vorgenommen und freuen uns riesig darauf. Und diese Kontakte, die würde es alles nicht geben, wenn es diesen YouTube-Kanal nicht geben würde. Also ist es für mich eine sehr, sehr schöne Geschichte, macht sehr viel Arbeit. Also es ist wirklich sehr viel Arbeit, die dahinter steckt, aber eben auch sehr viel Freude und sehr viel Spaß. Und ich wäre sehr traurig, wenn das eben nicht mehr wäre. Das muss ich ehrlich sagen, das trifft mich auch ein bisschen. So. Ja, wie mag es denn eigentlich erstmal den großen YouTubern gehen, die, tausende Follower haben? Also jetzt reden wir vom Artikel 13, richtig? Wir reden von dem Artikel 13, wenn der jetzt kommen würde, wenn der eintreten würde, dann haben die... Die haben ja, ich meine, die sind selbstständig, die leben von YouTube. Das Einzige, was die wahrscheinlich mehr haben werden, sind, dass die Einzellizenzen bekommen werden. So ist es. Es wird eher die Kleinen treffen als die Großen. Weil du machst ein Video und achtest nicht auf jede Kleinigkeit. Irgendwas steht da im Bildraum, wo du dran keine Rechte hast und schon ist es illegal und schon wirst du gesperrt. Ja,
fängt also schon an, wenn wir irgendwie mal ein Video drehen würden, wie wir es immer gerne beim Frühstückstisch machen, dürft kein Nutella-Glas draufstehen? Nee. Kein nichts, wir müssen alles abkleben, verkleben. Wir können keine, das dürfen wir noch tragen, das ist ja unseres. Da haben wir die Rechte dran. Ja. Da haben wir die Rechte dran, aber alles andere wird dann schwierig. Wir wissen noch nicht mal, ob wir auf unseren Sitzen sitzen könnten im Wohnmobil, weil der Name Chasson da drauf steht. Und das sind ja alles so Fragen, die da auftreten. Was wird passieren, wenn das sich wirklich durchsetzt? Ich möchte da gleich am Anfang mal auf den Herrn Christian Solmecke verweisen. Also wenn ihr durch uns zu diesem Thema Fragen auf den Artikel oder zu dem Artikel 13 habt, schaut euch einfach mal den Christian Solmecke an. Und zwar ist das die Webseite wbs-law.de. Ich verlinke die unten nochmal. Dieser Mann ist Rechtsanwalt und setzt sich ganz intensiv mit dem Artikel auseinander, erklärt das auch richtig bis ins Detail, blickt selber nicht richtig durch als Anwalt. Und da wir das schlecht erklären können, also und nicht in das Detail so eingehen können wie er, also würde ich euch empfehlen, schaut euch den mal an, der erklärt das wirklich sehr, sehr gut, weil da kommen dann auch so einige Fragen auf, die wir überhaupt nicht beantworten könnten. Das erklärt er wirklich sehr, sehr gut. Ja. Ich empfinde, dass durch diesen Artikel 13, wie soll ich denn das sagen? Also ich empfinde, was schon länger viele Menschen ja in Deutschland empfinden, durch diesen Artikel 13 so die Frage der Demokratie überhaupt, oder die Demokratie in Frage gestellt wird. So, ich habe mir mal von Wikipedia rausgeschrieben, was Demokratie bedeutet. Demokratie bezeichnet heute Herrschaftsformen, politische Ordnungen oder politische Systeme, in denen Macht und Regierung vom Volk ausgehen. Dieses wird entweder unmittelbar oder durch Auswahl entscheidungstragender Repräsentanten an allen Entscheidungen, die die Allgemeinheit verbindlich betreffen, beteiligt. So. Ich frage mich jetzt mittlerweile, wo darf denn das Volk überhaupt noch mitentscheiden? Beim Wählen? Was du nicht passt, willst du nehmen oder was? Gott. Wir haben die Möglichkeit, das stimmt, demokratische Wahlen zu machen, indem wir wählen dürfen, sozusagen. Jetzt ist es aber so, jetzt wähle ich eine Partei aufgrund einer Aussage, die sie macht oder in dem Wahlprogramm hat, die für mich wichtig ist. Und ich wähle diese Partei deswegen und die Wahl ist beendet. Das Ding ist im Kasten und die Partei wendet ihr Blatt um 180 Grad. Und genau diese Wahlversprechen, die getätigt worden sind, werden mit Füßen getreten, werden überhaupt nicht eingehalten. Und da marschiert so eine Bundeskanzlerin im Alleingang durch die Welt und knockt so jeden rechts und links eigentlich irgendwie aus, der irgendwie gegengehen könnte, und entscheidet sich wohlwissend gegen diesen Koalitionsvertrag und bricht ihn auch einfach damit. Und das ist alles in der heutigen Zeit irgendwie möglich. Ja, natürlich ist es möglich. Wie gesagt, dann die Alternative ist dann, beim nächsten Mal gehst du zur Wahl. Und aber ich muss erst mal 4 Jahre das Ganze ertragen. Das ist leider so, ja. Und in den 4 Jahren machen die ganz schnell jetzt diese Sachen. Und wie wir ja jetzt schon sehen, im März wollen sie das Ding noch schnell durchdrücken, damit es schnell im Kasten ist, ohne Verstand, ohne Hirn, ohne... Mir fehlen da die Worte, wenn ich diesen Voss höre, was der von sich gibt. Dann muss ich brechen. Na dann. Das ist so. Das ist unglaublich, was dieser Mann für ein... Oh, ich spreche es nicht aus, was ich gerne sagen würde vorhin. Was der von sich gibt, das ist unglaublich. Und sowas sitzt da oben in der Regierung oder im Europaparlament, verdient einen Haufen Geld und...
Man fragt sich, was geht eigentlich in diesen Hirnen da oben vor? Ja, Hochmut kommt vor dem Fall. Ich meine, der sitzt da ein bisschen auf dem hohen Ross, aber da sind schon ganz andere runtergefallen. Und, ich hoffe es. Ich weiß nicht, ob die sich so bewusst darüber sind, auf was für eine Rasierklinge sie da rumreiten. Weil wie das geht, hat man beim Brexit gesehen, haben sie gesagt, niemals werden die, niemals. Ja, die haben die Brexit-Befürworter, haben sie ausgelacht. Im Europaparlament haben sie ausgelacht. Wer lacht jetzt? Deswegen, also auch ein Herr Voss sollte vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein mit seinen Äußerungen und seinen Auftreten. Ja, also ich glaube auch, dass die Politiker irgendwie den Schuss nicht gehört haben. Also für mich ist es unbegreiflich, was endlich momentan da oben sich abspielt. Das ist eine Lobbypolitik vom Feinsten. Mittlerweile, finde ich, regiert die Wirtschaft und die Medien in unser Land. Und Merkel sowieso im Alleingang. Die interessiert nichts mehr. Nee. Man hat das Gefühl. Ja, im spätestens Jahr hört die Ehe auf, damit die man hat das Gefühl, AKK dann Kanzlerin ist, um im Bonus in die Wahlen zu gehen. Die juckt nichts mehr. Die räumt jetzt alles aus dem Weg, was der anderen wehtun könnte, und das war's. Ich war wirklich viele Jahre waren wir Merkel-Fürsprecher, ne? Ja. Wirklich. Also, aber schon bei den letzten Wahlen nicht mehr. Habe ich sie schon nicht mehr gewählt. Und ich bin maßlos enttäuscht. Also maßlos enttäuscht über diese Regierung mittlerweile da oben. Das ist wie gesagt eine Lobbypolitik, da die großen Medien, wie es ja auch die Justizministerin Barley gesagt hat, setzen die Politik oder die Regierung auch unter Druck. Und wir wissen genau, was da dahinter steckt. Also die Leute sind ja auch nicht blöd. Also die denken ja, das Volk ist bekloppt, aber es ist es nicht. Und ich hätte nur auch mir erwartet, dass die SPD einfach mehr, die sind wieder so der Hampelbampel. Da haben sie ihren Hintern hingehalten, damit Merkel überhaupt regieren konnte. Und Merkel juckt es überhaupt nicht. Es interessiert die gar nicht, ob die den Koalitionsvertrag mit der SPD bricht oder nicht. Das juckt die nicht. Und die SPD hat aber auch nicht richtig wirklich den Arsch in der Hose. Ich sage das einfach mal so, wie es ist. Mal vehement dagegen anzugehen, auch die Opposition, um was zu unternehmen. Das Justizministerium hat diesen Kompromiss mit ausgearbeitet. Also das ist nicht so, dass die SPD sich da auf die Hinterbeine gestellt hat. Die haben das mit ausgearbeitet. Die Barley heult Krokodilstränen. Das war ihr Ministerium, die diesen Kompromiss ausgearbeitet hat. Das ist nicht so, dass es aus dem blauen Himmel nur von der Merkel runterkam. Also da. Aber die SPD hat sich gegen einen Uploadfilter ausgesprochen. Stand im Vertrag drin. Trotzdem hat das Justizministerium an diesem Kompromiss gearbeitet. Die haben den Naja, deswegen windet die sich ja auch jetzt, windet die sich ja auch so rum. Also die hat, ist ja alles, ist jetzt ja nicht nur die CDU, sondern das ganze Format da oben stimmt nicht mehr. Passt einfach nicht mehr. Es ist keine volksnahe Regierung mehr, keine volksnahe Politik mehr, was die da betreiben. Wir haben im Moment eine Zeit, wo viel über Europa geschimpft werden und wo viele rumschreien, raus aus der EU und alles, und statt eine Politik zu machen, gerade bei den jungen Leuten, die sie für Europa begeistern würde, machen sie genau das Gegenteil. Das verstehe ich nicht. Die sie auch brauchen, die brauchen die jungen Menschen und treten sie eigentlich so richtig schön in den Hintern, wenn man es so will. Also die nehmen die ja auch nicht für voll. Das junge Volk oder so, was jetzt auch auf die Straße geht, das wird ja gar nicht für voll genommen. Das hat man ja, also wenn man diese Äußerung, was der Schulze von sich gegeben hat, sich mal im Munde zergehen lässt, auf der Zunge zergehen lässt, das ist unfassbar, was der da von sich, auch wenn er das jetzt zurückgenommen hat, er hat es gesagt. Und es ist genau das Denken, was die da oben haben. Die trauen auch den jungen Leuten nicht zu, eigenes Denken, die denken, weiß ich nicht, die können die noch führen, wie im Kindergarten, Oma und Opa Regierung da oben, und nehmen die Enkelchen an der Hand und was denken die da oben? Ich hab keine Ahnung. Also ich bin nur unendlich dankbar, dass es von den jungen Leuten unheimlich viel gute Leute gibt, die sich jetzt zum Beispiel im Internet auch wirklich die Aufklärung schaffen, die viel Zeit, viel Arbeit investieren, um die Leute über diesen Artikel aufzuklären, um die Leute zu Demonstrationen zu bewegen. Zum Beispiel der Herr Newstime,
der wirklich, also ein wirklich sehr sympathischer Mensch und der sich wirklich ganz viel Arbeit macht, mit dem Herrn Voss ein Interview geführt hat, mit dem, oh, ich bringe die Namen alle durcheinander, von der SPD. So, jetzt ist mir es eingefallen, wie er heißt, der Timo Wirken von der SPD. Der setzt sich ja auch sehr dafür ein. Und die von den Piraten, die Julia Rehde oder so ähnlich, wie sie heißt. So, was wolltest du sagen? Ne, der Josef-Vorsitzende, wie heißt der? Kühn. Ach, der, ja. Der setzt sich ja auch dafür ein, dass das Ding gekippt wird. Ja. Also der Timo Wölken ist ja der Europaparlamentsabgeordneter von der SPD und der hat ja auch viel auf Twitter jetzt schon dazu beigetragen, hat sich auch unter anderem, ich war bei dem Herrn Newstime, der ja viele Interviews geführt hat und der Herr Newstime hat halt eben auch mit diesem Timo Wölken Interviews geführt, mehrere. Und der beschäftigt sich wirklich sehr intensiv mit diesem Thema, also wenn ihr mal Lust habt, schaut mal bei dem rein, Herr Newstime heißt der einfach. Und jetzt kommt's ganz dicke. Es gibt ja dieses Hashtag, was wir auch haben. Also Save the Internet oder Save Your Internet. Es gibt Hashtag nie wieder CDU und es gibt, ich habe meinen Hashtag gemacht, niemals AfD. Und der hat jetzt, der Herr Newstime hat doch wirklich tatsächlich von der CDU eine Aufforderung bekommen, in dem ihn gedroht worden ist und er möchte bitte sofort dieses Hashtag nie wieder CDU unterlassen. Der Herr Newstime hat sich jetzt rechtlichen Beistand geholt und lange Rede, kurzer Sinn, also die Politik, auch das kriegt sie nicht richtig geregelt, kriegt jetzt irgendwie scheinbar doch ein bisschen Muffelsausen oder wie auch immer, keine Ahnung. Aber auch da jetzt in diesem, wie sie sich verhält, finde ich unmöglich. Also es ist einfach alles sehr fragwürdig im Moment, die ganze Geschichte. Ich habe mir nochmal hier, möchte nochmal drauf gucken. Ja, genau. Was ich der Politik am allermeisten, wie sagt man denn, was ich der am allermeisten für übel nehme, ist, dass die wirklich, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, die können den Schuss nicht gehört haben, weil das ist so ein Trittbrett jetzt wieder für die Rechten, die natürlich sich das zum Thema machen und versuchen da wieder jetzt irgendwo Wähler zu bekommen, die sie auch kriegen werden, die sie mit Sicherheit kriegen werden. Nur, wer rechts wählt, das möchte ich euch nahelegen. Der muss auch wissen, dass es in einer rechten Regierung, die eine Diktatur wäre, gar keine Meinungsfreiheit gibt. Also dessen solltet ihr euch immer bewusst sein. Niemals aus Frust irgendetwas wählen, sondern wohl bedacht. Das ist mir nochmal wichtig, das wollte ich einfach nochmal sagen. So. Ja. Eigentlich ist es so das Wichtigste, was wir zu dem Thema sagen wollten, glaube ich. Ne? Wir haben soweit alles durch. Ich würde gerne noch mal drauf kurz eingehen, dass es mal eine Zeit in Deutschland gab, in den 30er Jahren, wo auch dem Volk dann irgendwann der Mund verboten worden, also das Mundaufmachen verboten worden ist. Und es viele im Untergrund gab, die dagegen angekämpft haben und sich den Mund haben nicht verbieten lassen, die ihr Leben dabei gelassen haben, damit es eine Meinungsfreiheit gibt. Ich denke immer an diese Menschen und ich finde das wichtig, dass man das auch irgendwo im Kopf behält, was für Grundlagen früher geschaffen worden sind. Und die jetzt mit Füßen zu treten, das finde ich schon sehr, sehr traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und noch ein Gutes hat es für sich, finde ich, und das ist, dass die Jugend hoffentlich aufwacht und auch aus ihrer Lethargie ein bisschen erwacht und mehr wählen geht durch diese Geschichte. Ja, das ja gut, das ist ja die... Deutschland hat ja dann 2 Jahre Zeit, dass dieses Gesetz umgesetzt wird. Das heißt, es wird nicht gleich passieren. Selbst wenn das jetzt beschlossen wird, wird es ein bisschen dauern, bis das hier umgesetzt wird.
Also bis die Wirkung wirklich zur Entfaltung kommt, dauert noch ein bisschen. Und trotzdem sollte man sich dessen bewusst sein, und es sind jetzt Europawahlen, und ich hoffe nur, dass keine Europamüdigkeit oder Frustration gerade bei den jungen Leuten einsetzt, die mit Sicherheit gerne Europäer sind, aber mit diesem europäischen Parlament und diesen europäischen Politikern und gerade mit dieser europäischen Kommission, die noch nicht mal demokratisch gewählt ist, nichts anfangen kann. Und selbst ich, alter Knochen, kriege mittlerweile, steigen mir die Nackenhaare, wenn ich so einen Mist sehe. Statt alles zu unternehmen, aus diesem Europa ein einiges Europa zu machen, mit einer Unterstützung von der Jugend, tritt man das alles mit Füßen. Wie blöde kann man eigentlich sein? Sorry, wenn ich das mal so sagen darf. Also das ist, ich verstehe es nicht. Ja. Springer und Co. lassen grüßen. Die haben da ihre Finger im Spiel. Na, es ist eine Lobbypolitik. Es ist einfach, es ist und wenn der, zum Kotzen. Wie heißt der? Den der da gar nicht, ja. Wenn der sich dann im Interview hinstellt und sagt, ja, das Wort Uploadfilter steht doch gar nicht im Gesetz. Wie blöde wollen die einen, dass der Europäische Gerichtshof hat 2012 Uploadfilter untersagt als Verstoß gegen die Meinungsfreiheit. Natürlich können die das nicht ins Gesetz schreiben, weil in dem Moment ist das Ding tot. Also, nee. Und gleichzeitig wird natürlich das Gesetz so geschrieben, dass die Plattform dieses Verlogene keine Chance haben, das anders zu regeln. Weil wir reden hier jetzt nicht davon, wenn du als Einzelne einen Verstoß machst und verklagt wirst von irgendeinem Fantasieanwalt, der geht um ein paar hundert Euro. Da sitzen die Anwälte in den Startlöchern, um Google zu verklagen. Da reden wir von Millionen, zig Millionen. Und das ist natürlich eine andere Ausnahme. Also wird Google hergehen, oder wie immer die Plattform heißt, Facebook, whatever, wird hergehen und wird natürlich alles unterbinden, um auch nur im Entferntesten verklagt werden zu können. Naja, und dann kannst du dir dein Internet angucken, dein YouTube, was da überbleibt. Da kannst du dann so. Man darf da gar nicht drüber nachdenken. Die Vorstellung alleine, dass es also, dass alle europäischen oder die meisten, sagen wir, europäischen Kanäle dann auf jeden Fall gelöscht werden würden. Auch Facebook. Es betrifft übrigens auch Facebook. Dein Kanal wird nicht gelöscht werden, aber du kannst nichts mehr holen. Es wird alles, was du holst, wird sofort gesperrt werden. Aber das, was ich schon gezeigt habe, wahrscheinlich dann auch. Weil es ja, dann musst du jetzt sowieso runternehmen. Also, bitteschön. Und auch Facebook betrifft das. Also, ich verstehe gar nicht, ich habe das auch wirklich geteilt auf meiner Facebook-Seite, auf meiner privaten Facebook-Seite. Da kommen kaum Reaktionen. Die kapieren das gar nicht, was da stattfindet. Die können nicht mehr einfach so die Bildchen teilen und weitergeben aus. Und Halleluja und Tralala. Das ist dann vorbei. Ja, da ist also du musst die, sehr da, genau darauf achten, was du da. Ich frage mich, wie das funktionieren Bild und soll. Ton von dir und gibst. Ja. YouTube ist nun mal das größte Internetportal im Internet und wenn alles das nicht mehr geht und wenn nur noch in Asien und in Amerika YouTube geschaut werden kann oder Schweiz oder etc. Bist du besser in Afrika aufgehoben als hier? Weil da gibt es ein Mist nicht. Ja, schlimm. Und das kann man sich doch gar nicht vorstellen, dass es das nicht mehr gibt, wenn die Kanäle alle weg sind. Was? Haben die Engländer das dann gut, die sind ja nicht mehr in der EU. Und die können dann weitermachen. Ja, dann ist Deutschland auch nicht mehr lange in der EU, das sag ich dir. Also das kannst du glauben. Also wenn die das durchsetzen, damit treten die was los. Ich glaube, dass die sich nicht bewusst sind. Und das ist nicht nur in Deutschland so, das wird auch europaweit wahrscheinlich dann so sein. Alle, die in der EU sind. So, und was die damit lostreten, die sind sich darüber einfach nicht im Klaren. Das ist ganz offensichtlich so. Können sie nicht, die können nicht ganz bei Trost sein und bei Verstand sein, sonst würden die sowas nicht machen. Und ich möchte jetzt nochmal am Ende des Videos an euch alle appellieren, nicht nur an die jungen Leute, bitte, sondern auch an uns Alten, ja, alle, die gerne Kanäle schauen, wir haben auch unsere Abonnenten, die wir gerne schauen, also unsere Kanäle, die wir gerne schauen, Sunnyside, ne? Ja. Die wir gerne gucken oder JB oder whatever, also egal, also wir haben halt auch unsere Kanäle, die wir wirklich, wir sind unterwegs, Michael und Chris, Christine oder Christiane, nee, Christine glaube ich, ne? Also die wir gerne verfolgen, René Kreher und so weiter. Also gucken wir auch gerne, wie heißen die zwei? Osi und Helle.
Ja, die wir auch gerne gucken. Also wäre für uns auch furchtbar, die nicht mehr sehen zu können. Genauso ist es vielleicht für euch nicht mehr schön, wenn ihr uns nicht mehr sehen könnt vielleicht. Ja. Und aber überhaupt das darüber nachzudenken, also das wäre, ist traurig, jetzt verliere ich den Faden. Ich möchte einfach nur sagen, dass auch wir Älteren oder Alten oder wie auch immer man uns bezeichnen möchte, mit dabei sein sollen gegen diesen Kampf oder beim Kampf gegen Artikel 13, sich mit einklicken, schreibt nochmal, es gibt im Internet überall zu finden die E-Mails, die man an die Abgeordneten schreiben kann. Es gibt immer noch die Petitionen, die zwar nichts gebracht haben, 5 Millionen, aber es gibt noch was zu unterschreiben. Und es gibt Demonstrationen, Leute, es gibt Demonstrationen. Wir können wahrscheinlich leider in Berlin nicht dabei sein, leider, weil wir, Michael muss arbeiten, wir sind da beruflich, also ich werde wahrscheinlich mit ihm fahren, aber vielleicht gibt es noch eine andere Demonstration danach, da werden wir auf jeden Fall noch mehr dabei sein. Geht auf die Straße und zeigt euren Unmut, macht es deutlich, dass es so hier in diesem Land, wie es jetzt ist, mit dieser Regierung nicht mehr weitergeht. Wir sind nicht einverstanden mit Artikel 13, ganz deutlich, und wir sind auch nicht mehr einverstanden mit dieser Regierung. Das sind unsere Schlussworte. Möchte ich mal so sagen. Okay. Was lachst du da? Nee, alles gut. Habe ich was Falsches gesagt? Bist du einverstanden? Natürlich. Ja. Also, es bleibt dabei. Wir sind nicht einverstanden. Jo, nee, dann... Also, bis bald, ihr Lieben. Schreibt mal was in den Kommentaren, was ihr da... von Halt und lieber Carpe Diem, ich hoffe, wir haben in deinem Sinne das Video gestaltet. Tschüss! Prost!